Ich liebe Kurzurlaube. Einfach mal 3, 4 Tage wegmachen, um in Ruhe shoppen zu gehen und die Nacht zum Tag zu machen. Und viele haben mich gefragt, wo sie hinmachen können, um sowas mal zu erleben, wirklich mal einfach in Ruhe gediegen was zu erleben und Party zu machen, ohne sich zu schämen sozusagen. Und da habe ich denen jeden schon mal die Tipps gegeben über Kopenhagen. Und viele haben mich dann gefragt, so Kopenhagen? Und ich so, ja, Kopenhagen. Und meine Highlights und meine Insider-Tipps möchte ich euch in diesem Video kundgeben. Kopenhagen sind bei vielen überhaupt nicht auf dem Radar, um einen Kurztrip zu machen. Dabei ist Kopenhagen wirklich eine geniale Stadt, um shoppen zu gehen. Und die Clubs sind wirklich erste Sahne. Aber wie kommt man natürlich so schnell wie möglich nach Kopenhagen? Und wo liegt das überhaupt? Ja, Kopenhagen liegt oberhalb von Deutschland und am besten erreicht man es über Hamburg per Flugzeug oder Auto. Und am günstigsten geht es mit EasyJet vom Flughafen Hamburg nach Kopenhagen. Das kostet nicht einmal 50 Euro, nee, nein, 40 Euro und man ist nicht einmal 1,5 Stunde, 1 Stunde unterwegs und man ist schon da, also wirklich ohne Stress zu haben. Was ich aber auch empfehlen kann, ist mit dem Auto zu fahren, wenn man die Zeit hat und mit der Fähre überzusetzen, weil das ist dann nochmal ein richtig schöner Roadtrip, vor allem wenn man es mit Freunden macht. Aber ohne Stress und schnell geht es natürlich mit dem Flugzeug. Wo ihr am besten übernachtet in Kopenhagen? Natürlich in einem Hotel. Aber welches? Es gibt relativ viele, die wirklich sehr gut sind, aber mein Tipp ist, nehmt ein Hotel, was sehr zentral ist. Kopenhagen hat so, wie soll ich sagen, wie eine Art Wasserstraßen um die Innenstadt herum. Und genau in dieser Innenstadt sucht euch da ein Hotel, was in der Nähe oder direkt an einem Park liegt. Hat nämlich den Vorteil, dass man, wenn man an den Park drumherum ist, ist wie, ja, da ist das Leben wirklich auf den Straßen unten unterwegs. Und man ist wirklich innerhalb von wenigen Minuten ja ausgeschwärmt zum Shoppen oder Party machen zu den Clubs. Also perfekt. Also wenn ihr irgendwo ein Hotel sucht, macht am besten Google Map auf, zoomt euch die Parks ran und schaut, welche Hotels da sind und schaut, ob die gute Bewertungen haben bei TripAdvisor und Co. Und dann verspreche ich euch, ihr habt den perfekten Ort gefunden, um shoppen zu gehen und danach die Nacht zum Tag zu machen. Jetzt habe ich natürlich schon oft erwähnt, shoppen und Party machen. Und dazu habe ich für euch eine Liste angefertigt. Einmal, wo man die besten Shopping-Stores findet in Kopenhagen und eine Liste von den besten Clubs in Kopenhagen. Und die Clubs, da habe ich eine Top 10 und bei den Shops habe ich eine Top 7 aufgelistet, wo ihr unbedingt mal hingehen müsst, weil A, bei den Shops findet ihr Secondhand und ja, Vintage-Läden, wo ihr wirklich Sachen bekommt, die ihr nirgendwo anders mehr findet. Und wenn ihr euch da ein Kleidungsstück kauft, könnt ihr sicher sein, dass ihr damit einzigartig seid. Und die Clubs, um wirklich mal richtig Party zu machen, einen drauf zu machen, sind diese Top 10, die ich euch da gebe, ja, der Hammer. Wo ihr die findet, klickt einfach hier unterhalb vom Video auf den Link oder hier drüben auf den Button und ihr kommt direkt zu den Artikeln, wo ihr diese Top 7 und Top 10 bekommt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über eure Daumen. Wenn ihr selber schon mal in Kopenhagen wart, dann nutzt die Kommentarfunktion und schreibt mir eure Erlebnisse, denn ich habe bestimmt auch noch nicht alles gesehen und es gibt immer irgendwelche kleinen Ecken in den Städten zu entdecken, die wirklich ein Highlight sind, um es mit anderen Leuten zu teilen. Und wer noch mehr solche Videos wie dieses hier sehen will, der kann mich hier oben einfach abonnieren und bekommt natürlich dann die nächsten Videos. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Kurztrip nach Kopenhagen und erzählt mir, wie die Partynacht war.